Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen nicht zu LS19, aber dafür zu LS17 auf der Hopfach mit den Garderol von Garderol, von den Ansgar von Nordrhein-TV Play und natürlich auch von den schmeichelhaften Werner von den Burning Gamers. Hallo. Was bin ich, schmeichelhaft? Das wäre neu. Es wurde kritisiert, Randy. Ja, bitte. Dass du selbst nach 40 Folgen noch nicht den Map-Namen aussprechen kannst. 49. Was sagen Sie zu 49? Na, was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Ich habe mich schon bei Mordor entschuldigt, mehr kann ich nicht tun. Okay, sieht aber pragmatisch aus. Post-its.de bietet fantastische Produkte, die dir helfen könnten. Oder einfach gehirn.de, das ginge auch, aber. Aber wo schmeichelhafter. Willst du jetzt hier dissen oder was? Da kommt die nächste Ansage, Junge. Sekunde 51, und es geht vorbei. Ja. Okay, man muss das Ganze ja mal in Gang bringen hier. Naja, gut, da kann ich nur sagen, zum Thema schmeichelhafter Werner, oder besser gesagt die Kommentare. Liebe Garderol Airquotes Freunde in den Kommentaren von Werner. Ich habe heute 8 Stunden Meeting Palaver hinter mir. Das heißt, heute falle ich fast komplett aus. So eine Staffel. Ne? Ihr macht das schon. Tschüss. Also mindestens ein Zuschauer jubelt innerlich. Ja. Einer hat gerade einen Daumen nach oben gegeben, glaube ich. Obwohl ich sagen muss, ich hatte in irgendeinem Livestream, da ging es auch um den lieben Garderol, der jetzt nicht sprechen kann. Wie hat er so schön geschrieben, mit Garderol, das ist so eine Hassliebe. Auf der einen Seite objektiv und sachlich, auf der anderen Seite frisst er sich immer in ein Thema so dermaßen rein. Zum Beispiel Kettle und Grobs, was ich jetzt nicht weiter ausführen werde. Aber ich fand, das hat es eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Also sehr sympathisch auf den Punkt gebracht. Das ja, große. So, Herr Garderol. Nee, nach 8 Stunden Meeting. Nach 8 Stunden Meeting kann ich das Stunden Arbeit. Aber ich habe. Der Kommentator hat ja durchaus recht. Das ist eine Schwäche von mir und das gestehe ich auch ein. Das gehört ja auch dazu, dass man solche Fehler erkennt. Ich habe mich aber bemüht, das innerhalb der letzten 2 Jahre doch von einem unerträglichen Maß auf ein geringeres Maß, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren, zurückzuschrauben, oder? Ja. So. Es ist also nur noch das zweite Video, wo ich irgendwie eine Anmerkung dazu mache. Ja. Das ist richtig. Aber ich hab mir bei Werner, gucke ich ja auch immer mal die Kommentare durch. Es ist auch Feuer gegen mich dabei. Aber es ist halt so, ne? Es ist halt, irgendjemand muss die Rolle des Unsympathen spielen. Und wer soll das sonst tun? Also Ansgar kannst du nicht unsympathisch finden. Werner ist ein Österreicher, das geht nicht. Boah. Und Garderol, der ist schon aus dem Alter raus. Was ist hier auf dem Server los? Ich lagge übelst. Ja, wir spulen halt vor. Ach so, okay. Oh, wow. Ich war, gespielt auf PCs von... Was? Nee, das ist ja nicht mehr im Intro. Da steht jetzt was anderes. Ah. Steht was anderes drin? Nee, jetzt geht die Rakete ab. Jetzt geht die Rakete ab. Nordrhein TV Play, powered by Games Rocket. Da wurde von Games Rocket gekauft. Aha. Gekauft. Ja, gekauft. Ja, powered by, ne? Also die haben die Rechte von Nordrhein TV Play gekauft. Nein, natürlich nicht. Diese Einblendung ist auch ziemlich cool beim Tablet immer. Also Scheune leer, verstehe ich noch, aber Huhn leer. Was heißt das? Ja, Huhn leer, ne? Also, hä? Es ist kein Huhn mehr drin. Ich habe in dieser Facebook-Gruppe vom Tobias gesehen, dass er ein Skript eingefügt hat, was eigentlich gar nicht einzufügen ist und sich da sehr drüber gefreut hat und das mit dem Hashtag Kühe können jetzt kacken versehen hat. Das gibt vielleicht einen Hinweis darauf, was dieses Skript gemacht hat. Ich bin mal gespannt, wann wir diese Map-Version dann bekommen und wie sich das äußert. Aber lass mal zur Map, also es geht dann noch weiter. Oder zum Thema Huhnleer halt. Also. Oder zum Thema Huhnleer, also Tiere im weitesten Sinne. Kommt da wieder und ihre Funktion. Also. Wird schon auf jeden Fall schon mal interessant, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Aber wir haben uns, es ist ein Highlight, da könnt ihr ruhig mal klatschen in den Kommentaren. Wir haben uns diesmal Themen vorher ausgesucht, überlegt und analysiert. Das muss ich auch kurz sagen, da muss ich kurz reingrätschen, sorry, weil das war, glaube ich, auch so ein bisschen ein Kritikpunkt in den Kommentaren und es, ich fand es auch nicht so ganz glücklich, dass wir in der Folge nach dem gesucht haben. Deswegen haben wir diesen Versuch, oder ja, habe ich versucht, dass dieser Umstand geändert wird, dass wir uns das vorher halt überlegen. Hashtag Professionalität und so. Aber Randy, fahr fort. Nee, Sie sind im ersten Thema dran. Ach genau, wir hatten einen Kommentar, ne?
Right. Den hatten wir in der letzten Folge, ist uns das ja, ich glaube, das war nicht mal ich, sondern das war Randy oder Garderol, den ist eingefallen, dass ich ja auch ein Bild von einem Kommentar in unsere Skype-Konferenz geschickt habe, der ein ganz interessantes Thema aufgeworfen hat. Ich kann das Bild zwar jetzt nicht mehr laden, aber es ging darum, wie es ist, YouTuber zu sein. Ist man da wirklich so reich, wie immer alle sagen? Oder ist man da... ist das Arbeit oder ist das keine Arbeit? Und was machen wir mit den ganzen Millionen? Genau. Ja, ich glaube, darum ging es in der Frage so in etwa, ne? Hat es jemand nochmal genau vom Auge? Ah, jetzt hier. Ah ja, genau. Hier. Bolti86 hat gefragt, wie ist es, YouTuber zu sein? Was kann man erreichen? Kann man sein Leben damit finanzieren? Ist es alles mehr Schein als Sein? Warum gibt es Zeug von euch zu kaufen? Interessante Frage. Was passiert mit dem Geld, was ihr verdient? Das würde er gerne mal wissen. In der Kurzform. Ja. So, jetzt dachte ich mir, Randy und Garderol können da vielleicht am meisten zu sagen. Oder? Ich verdiene kein Geld mit YouTube. Ich mache das alles. Aber du machst es halt schon sehr lange, was? Also länger. Ist richtig. Ansonsten ist das alles ehrenamtlich. Ne. Ich weiß nicht, wer soll, wenn die anderen zwei sich nicht erstmal nicht äußern wollen. Wollen Sie erst den Vorzug Garderol, oder soll ich? Ja, ich kenne es ja halt aus Binnensicht und aus externer Sicht, da ich ja YouTuber betreue. Und deswegen kann ich da vielleicht ein bisschen globaler was dazu sagen. Aber ich habe das ja schon häufiger gemacht. Ich weiß ja nicht, in welche Richtung diese Frage abzielt, aber ich finde es interessant, dass bei Fragen zu, wie ist es, ein YouTuber zu sein, sehr häufig dann der finanzielle Aspekt immer hervortritt. Sei es in der Fragestellung oder in der Diskussion um Monetarisierung oder um Merch oder um, jetzt hier hatten wir ja letzte Staffel oder vorletzte Staffel Tippi. Und das finde ich eigentlich eher erstaunlich und ich frage mich, woher das kommt. Aber um das auch gleich aufzuklären, natürlich ist das ein Teil davon. Es gibt YouTuber, die davon leben. Es gibt davon YouTuber, die davon sehr gut leben. Es gibt YouTuber, da werden wir gleich in der zweiten Folge drüber reden, die alles tun, um möglichst so viel Geld, wie es eben geht, abzugreifen und dann, sagen wir mal, mit 30 nicht mehr arbeiten zu müssen. Und die Frage ist, welche Art von System man dann als Zuschauer dann auch und wie man das auch unterstützen kann. Und ich glaube auch, die Zahl der YouTuber, die sagen, ich fange jetzt mit YouTube an, weil ich damit Geld verdienen will, ist so hoch wie nie. Ich glaube aber auch zu Zeiten, als ich angefangen hatte, war das eigentlich schon monetarisiert alles. Aber so in der Zeit, wo die erste Monetarisierung kam, war das aber nicht der Fall. Würde ich jetzt auch mal ganz knallhart sagen. Jetzt nicht, weil ich da auch angefangen habe, das will ich damit gar nicht sagen. Und aber mich würde echt mal interessieren. Bei dir war es auch so, du musstest dich noch bewerben für das YouTube-Partnerprogramm, ne? Oder? Nee, ich bin, glaube ich, relativ zeitnah auch in ein YouTube-Netzwerk gegangen, weil damals war das mit den... Aber die gab es noch gar nicht 2012 und 2013. Das wurde ja immer weiter, es wurde ja immer mehr geöffnet, bis schließlich alle Scheunentore offen waren. Und das ist, glaube ich, auch eine Ursache dieses ganzen Problemes. Okay, ich musste mich noch bewerben. Und wurde dann noch ich war schon im Netzwerk drin. Schon immer. Weil mir das einfach... Werner? Hallo. Was machst du da für einen Krach? Hack den Drescher ein, tut mir leid. Achso. Aber jetzt mal spielbar an euch. Was glaubt ihr, wie kommt das? Also ist diese Frage impliziert das ja auch. Dreht es sich ganz schnell, so schnell dann um das Finanzielle und nicht einfach drum, wie ist denn dein Tagesablauf? Das wollte er, glaube ich, auch wissen. Videos, arbeitest du auch am Wochenende? Kannst du auch in Urlaub? Das mag ja keiner so. Oder selten. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube aber, das Problem ist tatsächlich, dass die Leute das sehr gerne hören, was halt, nicht Standard ist. Ne? Weil, denk mal nach, über welche YouTuber hörst du denn was? Hörst du was über YouTuber, die ihre Sache normal machen, die normales Geld mit verdienen? Oder hörst du über YouTuber mehr, die sagen, ich lebe in Saus und Braus, ich kann mir alles leisten, ich muss nicht arbeiten gehen, bla bla bla. Wovon hörst du denn mehr? Da muss ich tatsächlich sagen, ich höre sehr viel mehr von YouTubern, die sagen, ich habe Geld ohne Ende, ich habe
muss nicht arbeiten gehen, bla 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 bla. Vielleicht kommt das auch daher, weil es einfach vorgelebt wird. Ja, da hatten wir ja letzte Staffel auch das Thema Vorleben, falsche Ideale und so. Glaube ich, da kupfert die Frage ab oder kommt die Frage her. Oder kommt auch dieses Bild her. Kaum ist man YouTuber, muss man nicht mehr arbeiten gehen, man verdient so viel Geld, dass man nicht mehr ausgeben kann. Und ja, so in der Richtung. Ja, ich denke, es ist ein bisschen ein hausgemachtes Problem auch, weil die großen YouTuber halt sehr oft betonen, dass sie sehr viel Geld haben. Guck dir das mal an. Müssen wir mal kurz überlegen. Gut, es gibt ein paar, aber viele der großen YouTuber posieren zum Beispiel mit tollen, schicken Autos, die relativ viel kosten. Und das ist ja schon auch ein Indikator dafür, dass man es hat, ne? Das wirft dann vielleicht auch die Frage auf, kann man sich das leisten? Ab wann kann man sich sowas leisten und so? Ich weiß nicht, also ich finde es ein bisschen indiskret, das oft zu fragen, weil man fragt ja eigentlich auch nicht Versicherungsvertreter oder Bauarbeiter oder so, was verdienst du eigentlich? Ja. Fairerweise muss man da allerdings auch sagen, man weiß eigentlich, was die verdienen, so ungefähr. Das kann man sich so ungefähr ableiten. Also das ist dann, das ist Gronkh-Argument, das finde ich ganz, ganz lustig. Also wir wissen, Fußballer verdienen 200 Millionen im Jahr, kriegt kein Hahn nach. Wir wissen, Günther Jauch, Thomas Gottschalk, alles Multimillionäre, kriegt kein Hahn nach. Harald Schmidt, den ich sehr schätze, aufgrund seiner Art des Humors, hat, geht, ne? Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf, pro Sendung 250.000 gekriegt. Kriegt kein Hahn nach. So, aber YouTuber Gardehol, der im Januar eine Monetarisierung hatte von 1.400 Euro oder so, will jetzt wirklich nicht lügen, aber so um den Dreh rum, da wollen es alle wissen. Wie kommt das? Ja, weil es halt so breit gefächert ist, ne? Bei einem Fernsehmoderator, der einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, nimmt man das irgendwie an. Dass ein Thomas Gottschalk so und so viel Geld verdient, kann man sich irgendwie, also weiß man irgendwie, ne? Aber bei YouTubern ist das so breit gefächert und deswegen fragt man das wohl, glaube ich, oft. Aber ja, und dann die andere Sache, genau, Merch und so, Randy. Du warst der Erste, der gemercht hat. Erzähl mal. Ich war der Erste, der gemercht hat? Ja. Das finde ich ja sehr schön, wusste ich gar nicht. Ja, warum verkaufen wir Zeug? Gut, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich sag mir da immer wieder, it's just for fun. Ne, also sagen wir mal so, ich habe mit Merch, just for fun, weil ich habe mit Merch, habe ich da überhaupt schon Plussies gemacht? Ich bin mir da gar nicht sicher. Plussies? Plus halt, ne? Moneten. Ja, kostet dich das, also das wäre die nächste Frage, die jetzt der investigative Zuschauer stellt, kostet dich das Merch zu produzieren? Weil das könnte man ja meinen, ne? Also man könnte ja meinen, du bestellst da jetzt in Hongkong da 50 T-Shirts, lässt die auf deine Kosten drucken, verkaufst die und hoffst, dass da Gewinn bei rauskommt. Da können wir schon mal sagen, so funktioniert es natürlich nicht. Es ist ein weitestgehend provisionsbasiertes Modell. Das heißt, wenn man Artikel verkauft, kriegt man da irgendwo zwischen 1 und 4 Euro pro Teil. So, und wir dürfen darüber natürlich nicht reden, weil es Vertragsdetails. Aber sag mal, so geht das so ungefähr in die Richtung. Könnt ihr aus so ein Mauspad, was 5 Euro kostet, könnt ihr euch ausrechnen, was ein YouTuber davon bekommt. Ein T-Shirt, was man für 30 Euro oder so kriegt, oder bei anderen YouTubern für 80 Euro. Dann könnt ihr auch ausbekommen, was zum Beispiel Renny und ich für so ein T-Shirt bekommen. Und jeder muss gucken, wo er bleibt. Ja, ja, genau. Klar. Nee, das liegt aber daran, dass da ein anderer Name draufsteht, Ansgar. Da kennst du nichts von. Ist auch. Okay. Nee, im Endeffekt ja. Es kommt darauf an, was für Merch-Dinger. Also im Endeffekt ich bezahle zwar nicht die Produktion, aber ich bezahle natürlich die Designs. Weil die müssen ja auch erstmal irgendwo herkommen. Und gerade das Kanallogo, also mein Kanallogo und was ist das andere? Ja, gut, bis auf jetzt das eine, das Kanallogo, also das, was ich immer jetzt eigentlich so primär als Merch hatte. Das wurde natürlich gemacht, das wurde ja gezeichnet für den Kanal und im Endeffekt kam es dann aufs Dings drauf. Und da bist du nicht unter dreistellig für sowas. Und selbst wo die, und da ist schon die Designerin aus dem Freundschaftskreis, aber da kommst du trotzdem nicht unter dreistellig. Ja, das sind, also habe ich im Endeffekt, sagen wir mal so roundabout, habe ich vielleicht in Merch 150 Euro investiert. Ne, von den allen dreien, die jetzt da sind. Fairerweise muss man ja sagen, das war jetzt nicht nur für ein Merch, sondern das war ja die sogenannte Corporate Identity, ne? Also das, was du auf deinem Kanal, auf Facebook, auf Twitter und so weiter verwendest, oder? Ja, es ist an sich das Kanaldesign, das YouTube-Banner, also, aber halt auch das Logo, was allgemein meine Marke in Anführungsstrichen widerspiegelt. Genau, aber dann ist das ja kein Invest gewesen für den Merch, sondern dann war das ein Invest für deinen Kanal.
Ja, es war aber ein Invest und hat Geld gekostet. Ja, ja, aber das muss man ein bisschen relativieren, weil das, sonst... Du bringst es jetzt gerade so, Randy, als wie du das extra, exklusiv nur für das gemacht hättest. Ach so. Du verwendest genau. es aber halt auch für YouTube, das, weißt du? Ach so, aber, genau. aber das bringt mich auf einen anderen Punkt, was viele da nicht sehen. Naja gut, wir wollen alle wissen, was wir verdienen, aber dass wir auch Ausgaben haben für die Technik, dass die nicht billig ist, Lizenzkosten etc. pp. Wir sind ja jetzt nicht so, weil du eben sagst, mit Autos, die Autos sind natürlich gestellt oder irgendwie Firmenleasingverträge oder sonstiges oder einfach nur, dass die mit rumfahren, die zahlen ja nicht den vollen Kaufpreis für so Autos, so große YouTuber, sondern die werden dann von Benz oder Co. dahingestellt. Das ist halt so, ne? Also das auch mal ganz klar gesagt. Und bei uns ist es so, also weiß ich nicht, Ansgar hatte, glaube ich, von uns jetzt zuletzt die größte Anschaffung von uns Vieren hier und dafür gehen auch andere Leute mal ordentlich arbeiten und zwar nicht nur einen Monat. Und das sieht man dann auch wieder nicht, ne? Und ich glaube, das gehört dann auch da ein bisschen zum Gesamtbild, ne? Wenn du sagst, Designkosten wobei, und sowas alles. Da ist ja auch jeder ein bisschen anders gestrickt, ne? Also jeder hat da andere, so eine Investition muss natürlich nicht sein, wenn ich die getätigt habe. Also ein Hammer-Headset tut's auch. vom Bauhaus, ja. Was ich damit sagen will, ist, dass das auch ein bisschen auf die persönlichen Ansprüche ankommt, was man den Zuschauern bieten will, womit man selbst glücklich ist und so. Andere haben da vielleicht weniger Ausgaben, aber trotzdem... Ja, hat natürlich jeder Ausgaben und man muss sich das immer so ein bisschen vor Augen halten. Als Zuschauer schimpft man dann natürlich, wenn die Videos ruckeln oder nicht in Full HD 60p hochgeladen werden und so. Aber das System dazu dann nicht vom Himmel fällt, das muss man eben auch berücksichtigen. Und dann kommt oft das Argument, ja, geht doch arbeiten. So, und da würde ich jetzt auch nochmal gerne jetzt einen kleinen Teufelskreis entdeckt. Ja. haben wir. Eigentlich sind wir fertig für heute, wollte ich nur mal anwerfen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, wir sind eigentlich spannend, fertig. Ja. Haben wir denn so die weiteren Themenblocks da abgekratzt? Es war nur ein Thema. Ihr müsst ein bisschen mehr erzählen, wie eigentlich so ein Alltag von einem YouTuber aussieht. Mhm. Da reichen 15 Minuten das, aber nicht. Das könnten wir ja vielleicht in der nächsten Folge machen. Nächsten dann verschieben wir Unge auf das übernächste. Dann lass mal Unge mal hinten anstellen, das ist gut. Ja. Oder wir schmeißen ihn nur ganz weg, diesen Öko-Feed. Insofern beten wird es schon sein. Meine Frau. Eigene Meinung ist Gift. Meinung ist Gift, ja. Meinung ist Gift, ist richtig. Ich hab. Schreibt gerne mal alle Hashtag Meinung ist Gift in die Kommentare. Genau, und auf Facebook. Hätten wir. Und Geld ist Gift für YouTuber. Genau, definitiv. Meine Freunde, wir sind fertig für den Bart. Mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann für den Bart. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ihr mögt, das Däumle da lassen. Nicht vergessen. Ihr eine schöne Endcard und tschüss. Tschüss.